Ach ja, hier lernt man, ja, fliegen kann ich sowieso noch nicht einsetzen, solange ich noch nicht mein Brutalander habe. Bis mein Niveau auf Level 50 ist, kann ich noch ein bisschen Das ist warten. bis nach den Civi Highlands. Hä? Da kann ich bis nach den Civi Highlands, also bis zur Pokliga fast warten, bis dann Level Niveau 50 ist. 33, 32. Ich habe mit gar keinen her. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal ums Shilock-Training ein bisschen. Aber es wird ich. Mein Ziel ist eh, das Team Level 35 anzupassen, bis wir am Ding sind. Wie heißt, sag's mir, an der Stelle, also über die stille Brücke dann drüber. So, jetzt kommt hier der Level. Manchmal bist du bis zur stillen Brücke Level 35 Nein, wenn ich haben. drüber bin, will ich 35. Ah. Moment mal, wo ist denn die? Die ist zwischen Lavandia und Fuxania. So stille Brücke und Radweg. Oh, die Musik hier ist cool, gefällt mir gut. Ich komme zwar nicht mehr mit, aber mir ist das doch gerade geschissen. Ah. Aurora Strahl. Ich liebe diese Attacke. Aua, Ranknieb tut weh. Bitte nicht K.O. Ja, genau. Mein Grupp macht es mal mit ein paar, ne? Hier so 3 KP. Ich habe, glaube ich, in den ganzen Let's Play noch fast keinen Trank genutzt. Weiß nicht, irgendwie finde ich die überflüssig. Nee, ich verwende sogar in dem LP erstaunlich viele Tränke. Ah. Und ja, ich werde das War Turtle erstmal ein bisschen trainieren hier in dem ganzen Turm. Ja klar, die Imbisa-Knosp. Hab ich doch auch immer zu Hause so rumliegen. Du nicht? Nee. Ich guck bei mir so mal so in die Ecke und auf einmal erscheint da so ein Imbisa-Knosp. Ist bei mir täglich so. So, erstmal eine hässliche Das Anziehung. Problem hier in dem Turm ist, den könnten eigentlich hätte man den zum Teil schon vor Ding machen können, vor Brismane, direkt nach dem Fels, und deswegen sind die Level relativ schwach gehalten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil man könnte da durchgehen, sieht zwar, aber es sieht nur Geister. Ja, man kann eben trotzdem hier die Dinge besiegen, die Genau. Trainer, und das Problem. Deshalb wird es jetzt etwas einseitig verlaufen, vermutet die ganze Aktion. Quatsch, wieso nur? Irgendwie haut Pixie schon voll mit der Rückkehr rein. Wie hauten die dann erst rein, wenn es Level, ja genau. Zuneigung von 100 hat. Ja, ich meine, es hat jetzt schon über 80, also von daher. Ja, mein Pixie hat jetzt auch schon. Lass mich gucken. Ja, kann ich mal gucken, wie viel Ibitak jetzt hat. 85. Ibitak hatte 72 am Anfang vom Part und mittlerweile hat er. 73. Wo steht es denn? Sag mal an. Das steht bei 78, 78%. Oh, ich finde es einfach noch so total widerlich, dass da so ein Spanner vor der Arena steht. Also hier gibt es echt viele Trainer, what the hell? Spanner. Wow, wir haben sogar die 45 Minuten schon gepackt. Ich bin stolz auf uns. Ich habe gedacht, bei mir bricht's früher ab, wenn man das so nennen kann. Bei mir bricht's früher ab, ja. Wir sehen, ich habe heute ja noch ewig Zeit heute Abend. Wir wissen. Wie planst du dein Kokowai? Ich glaube, ich gehe als letzter Tag in Solarstrahl und Schlafpuder, Egelsamen und Psychokinese. Also ein richtiges bitchiges Vieh mit Überresten dann Wow. noch. Also ich hätte ihm. Ja gut, das war meine damalige Planung. Ich habe nicht gewusst gehabt, dass Gigasauger 5 AP hat. Ich hatte ihm Eierbombe, Gigasauger, Matschbombe und Psychokinese zugeplant. Ja, Matschbombe braucht für Nidoking, Nidoqueen schon, weil das halt bei der ganz schön reinhaut. Ja gut, aber du kannst es ja nochmal kaufen. Ja, trotzdem, ich brauch's auf Guck, weil Hier nicht ist es das. möglich. Ja, es ist nicht ganz so Ja, hat halt nicht praktisch. dann so die Stärke, ja. Weil Guck, weil ich sowieso nicht offensiv ausgelegt, es trifft nichts effektiv damit, was mit Psychokinesen nicht fast genauso gut treffen wird, von daher. Ja. Ist halt immer so, man versucht, wenn man den Typen nicht besitzt, ihn abzudecken, aber wenn man ihn halt schon besitzt, ne? Ja, Zum Beispiel. bis Generation 6 brauchst du Gift eigentlich nicht abdecken, genauso wenig wie Stahl. Gift oder Stahl? Ja, Stahl habe ich sogar zweimal abgedeckt, aber weil meine Pokémon keine gescheiten Moves erlernen.
Ja, ich habe Stahl jetzt in Stahl-Move gar nicht abgedeckt. Ein Stahltypen ist schon wichtig, aber ein Stahl-Move brauche ich in Generation 3 nicht. Für was denn? Für Eis, da kann ich genauso gut mit Feuer oder Kampf angreifen oder. Ja, ich habe. Was habe ich denn? Ah, ich hatte. Ah, hier habe ich ja. Ich habe extra das Ganze aufgelassen. Ich habe auf. Dings auf Glurak die Metallklau, beziehungsweise als Ausweichung dann noch die Drachenwut. Und ja, Eisenschweif oder Stahlflügel dann. Du hast irgendwas gesagt, ich soll den Eisenschweif, glaube ich, nicht drauf machen. Oder? Ja, Eisenschweif finde ich relativ nutzlos. Nicht nur wegen Stahltyp, sondern generell die Attacke, weil 100 genau. Ich weiß aber nicht, was ich sonst auf Dings drauf machen soll, auf guter Lander. Was kann man ihm noch geben? Keine Ahnung, muss halt überlegen. Aber was gibt's da denn noch an? Flammenwurf kann er lernen, es kann Durchbruch, kannst lernen, also. Ja, an sich ist Eisenschweif nicht die schlechteste Idee jetzt, aber wie gesagt, finde ich auch nicht gerade so die geile Idee. Also aus der Not raus kann man es machen, aber sonst eigentlich nicht. Aus der Not raus hört sich auch geil an. Ich habe immer so eine doofe Angewohnheit bei meinen LPs, dass ich versucht, das Team möglichst schnell voll zu entwickeln. Und dafür noch gerne mal einen Overlevel, ein bisschen, aber naja. Oh, ein Apollo, wir steigern uns sogar. Oh, komm doch nicht mit deinem hässlichen Giflor da. Giflor, ich bin Giflor. Ich meine jetzt einfach Glutexo und das macht jetzt die ganze Zeit Glutspam und dann bin ich euch auch los. Obwohl ich sagen muss, Giflor ist ja schon ein geiles Pokémon, ne? Ja, das wäre auch mal was. Also Giflor hat bei mir eine Menge Style-Punkte einfach. Einfach auch, weil es ziemlich cool aussieht und einen Gift-Typen hat. So ein Giflor mit so Gigasauger und Matschbombe und... ne? Alter, viel Trainersiege, was ist denn bei denen los? Holy shit. Was ist da denn los? Sorry, du musst jetzt nicht verstehen, das war ein Insider. K. Die Honeyball hat ihr erstes Video von Minecraft gedreht und ja, es war ungefähr so abgelaufen. Neben ihrem Spawn war unter Wasser erstmal so ein Spawner und da waren dann 1000 Skelette so aus dem Wasser so aufgetaucht und die fängt einfach voll an zu schreien mit so einer wirklich piepsigen Mädchenstimme und schreit auf einmal nur so: Was war da denn los? Was ist denn los? Oh, und ich hab mir einfach so einen weggelacht. Ich hab da einfach nur so gesessen, hab mir so gedacht gehabt, ja nee, ist klar, ne? Ist klar. Ah, die hat es wirklich so total behindert gesagt. Ich glaube, das war sogar bei ihrem Best-of-Video drin. Da hat sie auch in der Höhle reingeguckt. Oh, da ist ja wirklich Polen offen. Ach, deshalb laufen da unten immer so grüne Leute rum. Das ist Polen! War voll der harte Diss damals gewesen. Okay, manche Leute sind schon ein bisschen merkwürdig drauf. Hm? Manche Leute sind schon ein bisschen merkwürdig manchmal drauf. Ha, aber nur manchmal. Oh, weißt du, was mich schon freut im LP? Die legendären Fights, die wären so ultra geil. Oh, da müssen wir echt aufpassen im Spiel gegen die legendären. Holy crap, da müssen... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Bock habe, die zu fangen. Ich glaube, ich mach's nicht. Also, weil du kannst ja auch überhaupt nicht speeden oder so. Wenn du dann so 100 Pokébälle wirfst, dann ist in keinen reingegangen und, oh. Ja, das ist einfach... Ja, ich glaube, das ist ein bisschen doof, Legendäre hier zu machen. Ja, das kann man machen, wenn man eine ROM oder so hat. Ich glaube, ich weiß überhaupt nicht, ob es hier überhaupt die Legendären gibt. Ah, ich kann dir übrigens jetzt sagen, ich habe geguckt, weil ich es gerade auch mal wissen wollte, Gigasauger hat hier 10 AP. Echt? Ja. Und eine Stärke von 75. Okay, gut, dann bringt das Kokwai bei. Dann ist es eine durchaus adäquate Option, weil dann ist besser zu Last Hold. So Last Hold sagt halt schon ein bisschen. Ja. Was ist da denn los? Zu Last Hold war nur in Kombination damals mit Sonntag noch geil von meinem Glurak. Das hat gar nicht schon reingehauen dann, als ich mal Feuerrot gezockt habe, privat.
Privat. Privat. Privat. Darth Vader. Privat. Privat. So, Bullet zieht weg mit dem Quatsch. Ah, damit haben wir das erste Moveset auch schon vollständig. Echt geil. Bei mir ist noch gar kein Moveset vollständig. Bei dir fehlt mir noch alles. Eigentlich alles. Der Eistrahl, der Surfer, der Aurora-Strahl und was habe ich da noch geplant? Ach ja, weil du nicht so lernst, die noch die Bodies lernen. Ja, bei dir fehlt mir noch alles. Bei dir. Ah, du hast schon ein vollständiges Moveset. Wer? Das ist ja mal hier geil. Pixie. Okay, Pixie. Ja, Pixie, wie gesagt, kann man. Hast mit Toxin so auch wenig schön gespielt, so richtig als Stoller dann. Boah, kann Magneton. Kann Magneton Toxin lernen? Moment, ich mache hier fehlt das Weichei. Wow, ich hab das Weichei vergessen. Kann Magneton Toxin lernen? Das ist ja ultra geil. Hier kommt das Weichei hin. Also bist du auch noch nicht vollständig. Yay. Simsala ist erst recht nicht vollständig. Da fehlt noch einiges. Gutexo auch nicht. Nocturne auch nicht. Trafel glaube ich erst recht nicht. Na schade, genau. Ich habe Toxin noch nicht. Doof, das wäre so cool gewesen. Was? Das habe ich glaube ich schon. Wo gab's das? Oh nein, habe ich nicht. Habe ich Toxin woanders da mal gefunden. Auf jeden Fall habe ich irgendwo mal Toxin gefunden. Das weiß ich doch. Irgendwann mal in meinem Leben habe ich Toxin gefunden. Weißt du? Ich guck mal kurz auf Pokewiki nach, was es hier gibt. Im Spiel. Oh, das ist bisher in jedem Spiel Toxin gewesen. Hä, das hat nur 95 nur 85 Genauigkeit, echt jetzt? Ja. Hä, was gibt's in der Arena von Fuxania City? Okay, kann man machen, muss man jetzt nicht. Ich habe immer gedacht, da gibt's sowas wie eine Matschbombe oder so. Ja, wo gibt's Matschbombe? Das gibt's dann bestimmt als TM, wo man das hat zu suchen oder zu kaufen oder so. So, hier das Knocker noch mal ganz kurz, das können wir ganz schnell wegklopfen. Ich soll jetzt Shelock schon entwickeln lassen, aber nee, ich kann es eigentlich auch noch Shelock lassen, so lange. What? Das Radikal hat hier nur Level 20. Ist ja mal richtig lästig. So, das macht ja alles auf in One-Hit-KO. Nocturne. Im Rocket Lager auf den Sevi Islands demnach. Geil, die Aktion, alter Scheiße. Das sollte noch ewig. Das kann ich von der Liga vergessen. Toxin oder was? Nee, Matschbombe. Matschbombe. So, wir nehmen jetzt einen für die Rocket Kämpfer. Ja, komm, fangen wir mit Nidoqueen an. Oder Magneton. Ja gut, brauche ich irgendwas großartig? Na, eigentlich brauche ich. Also die groben Movesets, die stehen ja schon. So, hier nochmal ganz viel Team Rocket Menschen. Menschen, scheiße, das sind Menschen. Ja, hey, was genau. Was war TM 36 in der ersten Gen? Finale, ha? Lol. Finale war in der ersten Generation der TM. Hornbohrer war auch in der ersten Generation der TM. Ja, da gab's einige merkwürdige Sachen. Ja. Einige. Ah, geil, ein Crit. Alter, wie wenig hat der Crit einen Schaden gemacht? Wie kommst du hierher? Was war da denn los? Ich glaube, das sag ich jetzt alle zwei Videos. Was war da denn los? Trauma. Scheiß Missgeburt. Verfolgung. Ich glaube, ich muss mal kurz Global Trade nach. Ah ne, warte mal, T-Bolt und Icebeam, ja, die brauche ich ja beide noch für andere Pokémon, von daher kann ich die schon mal für Nidoqueen gucken, weil ich will schon. T-Bolt und Icebeam hätte ich dem schon sehr gern beigebracht. Wie schlecht. Verfolgung hat einfach genau die gleiche Animation wie Biss und Knirscher. EQ braucht nur einmal, aber Eisstrahl und Ding zweimal. Ach fick dich, warum kann ich hier nie meinen Power Punch einsetzen? Ah, kann ich auch nach Matschbombe gucken. Ich muss halt, weil irgendwo einen Trainer suchen, der viel Geld gibt, da gibt es einen Rubin, Saphir, Smaragd, ist mal deutlich besser dran. Ah, wir können nach der vierten Arena auch dann mal jetzt nach der stillen Brücke dann mal Richtung Höhen gehen.
Ach ja, wir haben jetzt die vierte Arena, ne? Ja. Item Sludge Bomb. Ja, wir könnten nach Höhen gehen, aber müssen wir noch nach Höhen? Ja, ich werde schon mal hingehen, vielleicht einfach um es mir mal anzugucken. Kommen wir dann Höhen raus? Thunderbolt. Ah, es kostet halt 34.000, ey, das ist halt ein bisschen. Ist halt teuer. Icebeam, wie viel kostet der? Bestimmt's gleich. Ja, laden. Ja, ist auch nicht billiger, ey, scheiße. Ja gut, wenn ich das Geld. Wenn ich das Geld für beide habe, dann hole ich das da mal. Irgendwie habe ich glaube ich gar keine so von den Attacken, die auch war. Entweder lernen meine Pokémon das Level ab oder ich habe es nicht wirklich genutzt. Brauche ich wirklich? Ah, okay, eventuell den Donnerblitz, aber eigentlich brauche ich den auch nicht wirklich. Oh, das ist echt nicht mehr lustig mit Nidoqueen hier gerade. Wir sollten echt mal nach Höhen gehen in den nächsten Part vor der stillen Brücke. Warum? Ach nein, Nidoqueen. Ne, Höhen möchte ich mir echt mal gerne angucken. Du meinst, warum? Hä? Warum? Weil ich nicht genau weiß, wie sie umgesetzt ist und das will ich unbedingt sehen. Ja, aber so Höhen mit solchen Pokémon durchzuspielen, ist bestimmt auch ganz lustig. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es in Höhen überhaupt da zu holen gibt. Also, meine ich, also nee, die TMs, wo man hier in Kanto kaufen kann, kann man auch alle in Höhen kaufen. Das weiß ich, das habe ich geguckt. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch, aber gut, ne? Vielleicht muss man dort auch nochmal einen Neustart machen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es gemacht habe. Es wundert mich, weil wir haben eigentlich keine ROM für die dritte. Obwohl, kann sein, dass noch eine Engine drin ist. Das würde mich trotzdem ein bisschen wundern, so persönlich. Ja, eigentlich schon, ne? Ich glaube, ich würde einfach sicherheitshalber mal noch eine ROM von Höhen reinmachen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ja, Schuss geht noch kaputt und dann. Das ist alles kaputt. Das war alles für umsonst. Ach ja. Mein Europe könnte jetzt mal auf Level 34 gehen und sich entwickeln. Macht nämlich einfach überhaupt keinen Damage. Ja, okay. Es macht wirklich keinen Damage. Es ist auf Level 32 und das Smogon ist auf Level 17 und es kriegt nicht mehr mit dem Aurora Strahl ein 100 KO hin. Obwohl es noch ein mäßiges Wesen hat. Also ich muss mir echt mal überlegen hier, ob ich Nidoqueen noch länger im Team haben möchte, weil das ist echt halt schon ein bisschen mühselig. Das ist halt unglaublich wertvoll fürs Type Coverage, glaube ich. Ne, deswegen lassen wir schon drin, aber ja, das ist ein bisschen mühselig gerade. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also aber ich sag dir eins, Europe oder Nocturne sind auch nicht viel anders da. Ne, die haben immer noch einigermaßen gescheite Step-Attacken. Nidoqueen hat jetzt Schaufel und damit trifft es halt 70% von Pokémon einfach mal nicht, weil alles hier Flug ist oder Schwebe hat. Ja gut, einen ordentlichen Step nenne ich jetzt nicht gerade Tempo-Hieb. Na, besser als Giftstachel. Wirklich? Ja. Irgendwie spackt das komplette Gebäude hier ein bisschen rum. Ja, das ist Standard. Und Simsala kommt einfach mal voll nicht mit. Simsala konnte man voll nicht drauf. Okay, die Pokeflöte haben wir somit erreicht. Will ich mir überhaupt einen Relaxer fangen, ist die Frage, weil es halt immer ein bisschen mühselig auch. Ja, also ich glaube, ich fange mir das nicht. Obwohl es schon ein wertvolles Pokémon, ne? Weiß ja nicht, ob das Überreste. Ich glaube, das trägt Überreste, da. Was ist ein Team 12? Nein, die Überreste sind, soweit ich weiß, unter ihm liegend. Müsste ich mal gucken. Ich gebe es mal ganz schnell ein. So. Überreste. Ah doch, versteckt unter beiden Relaxo steht da.
So, ich geh's mal gucken hier nach Höhen. Aber ich glaube, man braucht den Detektor sogar, um sowas zu finden, ne? Nee, das kannst du so dann holen. Bist du was für Pokémon will be sent to the PC? Hä? Echt jetzt? Nee, das ist nicht okay. Oder soll ich es trotzdem angucken? Ich will es einfach mal ganz kurz gucken, was da jetzt passiert. Was ist nun? Okay. Was habe ich verpasst? Ah, da muss man doch eine ROM dann hinklatschen. Habe ich doch mir gedacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt momentan schon einprogrammiert ist, von daher. Was für eine ROM? Ich weiß nicht, es steht da noch nichts, muss man gucken. Ich glaube, ich werde die beiden Relax jetzt einfach wegklatschen, die fangen am besten. Schlechte Entwickler hier. Schlimm, schlimm. Die Juren von Heiz da. Immer muss er alles kaputt machen. Wie heißt denn das Münzamulett auf Englisch? Keine Ahnung. Money Dingsbums. Money Dingsbums. Ich kann mal gucken, hier schnell auf PokéWiki, wie es heißt. Kann das irgendwas, heißt es irgendwas mit. Ja, Amulet Coin heißt es. Oh, das ist so teuer, alle 50.000 will ich jetzt ausgeben. Eigentlich halt hier schon. Das ist schon cooles zu haben, aber. Nee, doch. Eigentlich ist es schon also, cool, nee, cool zu haben. Nee, doch. Ich überlege, ob es ein Preis wert ist gerade. Wo kriegt man das? Ich guck's mal schnell nach. Ja, ja, das ist immer so eine Sache. Kampfeffekt zum Tragen. So, Münzamulett. In feuerroten Plagg grün. Im Wachhaus auf Route 16 vom Professor Eisassistent, wenn man mindestens 40 verschiedene Pokémon gefangen hat. Route 16, wo ist Route 16? Fangen mal erst 40 Pokémon, dann können wir weiterreden. Du musst nicht nur gesehen haben, du musst sie hier auch fangen. Ja, das ist das Wachhaus. Wie viele Pokémon habe ich denn im Moment, ist die gute Frage. Jude. Boah, du hast voll Jude gesagt. Ja, was? Schlimm. Ich gar nicht. Nein, ich doch nicht. Also irgendwie ist das, Poke Rocket, genau. Poke Rocket. Das Rocket versteckt ein gutes Training für mein Nocchan. Nocchan. Na, guck mal, ob das Relax jetzt gleich fangen wird. Wir sehen es dann. Ah, ja. Das Rocket-Gebäude ist trotzdem hübsch. Hübsch. Richtig hübsch. Ja, ich werde es, glaube ich, fangen. Das kriegt man gut runter. Was, du holst dir gut einen runter? Nein, das kriegen wir gut runter. Geschwächtes Relaxer mit Nidoqueen. Ah. Ja, ich glaube, nach deinem Nidoqueen-Relaxo-Kampf werden wir dann aufhören, weil bei mir wird es langsam knapp mit der Zeit. Jo, können wir machen. Sehr gut. Das ist mein Mann. Der sagt, weil er nicht mehr kann. Boah, er war sogar richtig schlecht. Er hat mich sogar gereimt. Wow, war der schlecht. Komm, Relaxo, halt einfach im Ball drin. Dann können wir für heute beenden. Wunderbar, Relaxo ist kooperativ. Echt? Bei mir ist gerade das Slimer nicht kooperativ. Ich glaube, es ist im nächsten Part, guckt dann uns an die 40 Dinge rankommen und die 40 Pokémon. Das schaffen wir schon. Ich beende es einfach mal. Würde ich sagen, bist du auch fertig nein, soweit? Nein, nein, nein. Nein. Mein scheiß Pixie denkt, es muss vergiftet sein. Oh, willst du mich verarschen? Also. Jetzt wird's mir langsam zu bunt. Jetzt nehme ich einfach Simsalam, mach zweimal die Psy-Strahlen. Ich weiß nicht, ich tu meinen Part schon mal beenden und tu dann, glaube dann bei dir noch so lange mit, bis wir fertig sind, okay? Genau, das ist gut. Also dann, in dem Sinn, Leute, bis zum nächsten Mal bei Pokémon. Ciao.